Okay. Musiktechnisch klappt super, gut, dass ich die eingestellt habe. Ist gleich eine ganz andere Atmosphäre mit der Musik aus dem Nether. Ich bin ja ehrlich gesagt mal gespannt, ob wir hier irgendwo rauskommen. Drum grabe ich hier gerade weiter, weil ich meine, Netherzeug haben wir eigentlich genug. Netherstein. Irgendwo blubbert wieder Lava. Man kennt es ja nicht anders. Ich frage mich wirklich, ob man hier irgendwo rauskommt. Egal. Wir nehmen das Zeug mit. Okay, das mache ich jetzt mal wieder weg. So, außer jemand hatte wirklich irgendwie außer wirklich einen Tauben mit dabei. Das wäre sehr interessant. Dann würde ich es natürlich auch das nächste Mal wieder lassen. Ist ja ganz klar. Ich glaube, die Musik kommt jetzt langsam. Nehmen wir das hier noch gerade mit. Was werfen wir weg? Die Schaufel würde ich ganz gern behalten eigentlich. Werfen wir mal die Axt weg. Ja, die werfen wir mal weg. So. Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, Musik. Tschüss. Hey! Ups, jetzt bin ich auf nächster Titel gekommen. Tut mir leid. Aber ist ja auch im Prinzip egal. So, wir haben unser Zeug. Da hinten lädt die Welt wieder nicht so richtig nach. Kennt man ja jetzt schon. Okidoki, dann einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal. Wir haben sogar noch einen Stack über. Wahnsinn. Ist wieder ein bisschen übertrieben, aber egal. So, da rein, da rein. Nützliches. Wir haben noch eine Truhe. Ich wollte noch mal einen Trichter machen. Ich wollte nämlich eigentlich mal was ausprobieren gerade. 1, 2, 3, 4, 5. 5, bitte. Danke. Und Tropenholz brauchen wir noch für eine weitere Kiste. Plöcks. Machen wir mal 1, 2 Kisten. Machen wir mal 3 Kisten. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Ofen haben wir jetzt erstmal keinen mehr, glaube ich. Doch. 7 Stück sogar, alter Schwede. Und zwar möchte ich mal was ausprobieren. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Mann, jetzt mal das hier kurz weg. Ja, hier müssen wir gleich eh noch was machen. Ich glaube, ich würde es dann da hinsetzen. Das heißt, wir machen mal ganz kurz. Ganz kurz. Ah, hier habe ich keinen Platz mehr. Ganz kurz machen wir mal das Zeug hier rein, was wir dafür brauchen. Nur ganz kurz. Hier hinten kommt die Schaufel rein, damit wir die mal reparieren können irgendwann. Wie sieht es mit den Schuhen aus? Oh Gott. Sehr schlecht. Wie viel kostet eine Diamantrüstung? Weiß ich nicht. Will ich jetzt auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich mag die neuen Ofengeräusche. Früher hatte der Ofen gar keine Geräusche. Jetzt haben sie Geräusche. Das finde ich sehr cool. So, ich buddel mich mal ganz kurz hier runter. Ist bestimmt eine super Idee. Das hat nichts zu bedeuten, das ist okay. Okay, gut. Okay, gut. Halt, hier müssen wir hoch. Also, das ist schon mal in Ordnung. Haben wir noch Glas zufälligerweise? Jawohl. Da wir ja gerade noch ein bisschen Sand gesammelt haben, dürfte es da nicht scheitern. Wo kommt man hier hin? Nur mal so. Oh, Eisen. Wahnsinn. Wie wir Eisen finden, das ist unglaublich. Machen wir nochmal 1, 2. Ah ja, hier sind wir. Sehr gut. Sehr gut sogar. Ihr wisst gar nicht, wie gut.
Wie sieht's hier aus? Wo kommen wir hier raus, wenn wir uns hier runtergraben? Oh. Okay. Alles klar. Sehr gut. Okay, dann gehen wir hier mal kurz hoch. Dann machen wir was. Dann machen wir was, was richtig cool wird. Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen hässlich. Da machen wir... Entschuldigung. Ich hasse es, Glas zu zerstören. Ich hoffe, ihr auch. Das geht mir einfach wieder in die Natur. Der Ofen kommt hier mit rein übrigens. Hier muss Stein hin. So, okay. Sorry, das war jetzt ein bisschen doof von mir. Hier ist ein Kessel. Ah ja, für die... Stimmt ja. Ich kenne mich hier auf jeden Fall aus in meiner Minecraft-Welt. Das merkt man sehr, sehr gut. So. Dann einmal hier so. Vielleicht weiß der eine oder andere schon, was ich vorhab. Wobei, eigentlich kann man es noch nicht wissen. So, halbwegs kann man es vielleicht wissen. Halbwegs ja, mehr aber nicht. Mehr lasse ich nicht zählen. Wie gesagt, das ist etwas, das ich mal in der Singleplayer-Welt hatte, vor ewigen Zeiten. War sehr cool. Drum möchte ich es hier einfach nochmal mit einbringen. So. Okay. Mal jetzt hier einen Glasboden rein. Ja. Weil ich finde Glasböden einfach, das hat was. Das hat was. So. Na, dann läuft mir hier auf Glas, aber trotzdem noch auf Stein. Das ist irgendwie eine coole Mischung. Ja. Das ist auch total. Das ist total das. Es bleibt auf jeden Fall so, wisst ihr ja. So, Glas haben wir jetzt gar keins mehr, ne? Also kein reines jedenfalls. Wir könnten auch buntes Glas nehmen. Wäre aber ein bisschen komisch, finde ich. Sand, 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 Sand. Okay. Uffbase. Uffbase, Männe. Wo habe ich jetzt geändert? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Hier kommt jedenfalls jetzt Sand rein. Hier ist kein Sand drin. Hier kommt jetzt Sand rein. Hier ist kein Sand drin. Hier kommt jetzt Sand rein. Hier ist kein Sand drin. Hier kommt jetzt Sand. Ups. Sand rein. Und hier ist ebenfalls kein Sand drin, aber hier kommt jetzt Sand rein übrigens. So, dann füllen wir mal hier den anderen. Ah, hier ist das andere. Okay, gut. Füllen wir das hier mal auf. Das ist ja... Gott. Fridde, Mensch. Manchmal echt. So, dann füllen wir das Ganze nämlich hier mal auf. Auffüllen, 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 auffüllen. Brauchen wir noch irgendwo? Hier kann noch was rein. Ich kann nichts mehr rein. Nichts mehr rein. Hier kann noch was rein. Hier kann noch was rein. Da kann noch was rein. Und einen noch. Jawohl. So, dann nehmen wir hier schon mal die Ziegeln mit. Diese Ofenwand einfach. Die ist so geil. Ich bin echt froh, dass wir die gemacht haben, muss ich sagen. Die macht doch alles sehr, sehr viel einfacher. Und da wir eh so viel Kohle finden im Let's Play, ist es unglaublich. Passt das auch. Es ist auch sehr, sehr einfach zu rechtfertigen. Jo, dann machen wir mal so, dann geht's schneller. Zack. Und zack. Und zack. Okay. So. Der gute Pflasterstein, ne, Konrad, falls du noch zuschaust. Der gute Pflasterstein. So. Ja gut, war jetzt auch unbedingt notwendig, dass wir da noch Pflasterstein hatten. Egal. Okay. Hier drüben könnte man, muss man nicht. So. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, worauf das hier hinausführt. Boah, das wird so mega einfach nur. Das wird so mega cool werden. Ohne jetzt irgendwie zu viel Hoffnung machen zu wollen oder so. Das ist gar nicht meine Art, aber... Das wird trotzdem einfach nur mega. Ich gucke jetzt auch gar nicht, wohin ich grabe. Oh, ich hoffe, es gibt jetzt mit der Redstone-Schaltung nicht irgendwie Probleme. Wobei, die müsste eigentlich weiter weg sein, ne?
Die müsste eigentlich weiter weg sein. Ich hoffe, daran hält die sich auch, dass die da weiter weg sein müsste. Aber ich befürchte fast, dass der Redstone-Schaltung ziemlich egal. So. Ist jetzt viel gebuddel, ne? Aber das Endresultat, denke ich, wird sich sehen lassen können. So, hier können wir noch eins rein. Mensch, Maus. Ist gerade so ein bisschen am Rumhaken. Macht aber gar nichts. Okay, machen wir hier mal kurz eine Fackel hin. Hier müssen wir nicht weiter rein. So. Oh, hier oben ist noch gar kein Glas, sehe ich gerade. Macht aber nichts. Müssen wir halt nur dran denken, dass wir da nicht reinplumpsen. So, hier drüben kann ich auch das Zeug abballern. Dum, dam, dim, dum, dum, da, dum, dam, dam, dum. Da, di, du, di, da, di, dum. Wir kriegen jetzt nämlich Besuch. Das kann ich schon mal sagen. Wir kriegen Besuch. Es wird nicht dabei bleiben, dass wir hier einfach nur so eine stumpfe Höhle ausbauen, auf die wir dann runtergucken können, sondern wir kriegen auch Besuch. Nicht von Monstern, wobei das eigentlich auch eine coole Idee wäre. Fällt mir gerade mal ein, wenn man dann hier unten so, ja, hier ist ein Creeper und so und die laufen dann da so rum. Wäre eigentlich auch ganz nice. Fällt mir gerade so ein. So, ich habe keinen Platz mehr. Das ist natürlich ein Traum gerade. Ja, weil ich so viel Kackstein dabei habe. Haben wir noch Lava? Ich glaube nicht, ne? Ja, super. Toll dran gedacht, Fritte. Ganz klasse, ganz große Kunst. Oh Mann. Haben wir noch Lava? Komme ich jetzt da noch irgendwie rüber? Jump'n'Run Skills! Okay, ich komme da noch rüber. Nö. Ich habe auch nur noch einen Eimer irgendwie. Hier habe ich noch 15, aber keine Lava. Na, super. Aber wir können uns schnell welche holen. Komm, jetzt sind wir nicht so geizig. Das ist ja schnell gemacht. Wir können ja hier lang. So, hier lang. Dann hier runter. Geht ja jetzt. Hier brauchen wir noch Schienen, ne? Habe ich nicht vergessen. Sind nur alles Sachen, die müssen halt gemacht werden. Dauert nur seine Zeit so ein bisschen, weil das ist halt alles nicht so leicht. Eigentlich können wir ja auch eine Treppe nach oben machen, aber mit Schienen wäre es natürlich nochmal ein bisschen cooler, muss man sagen. Was auch cool wäre, wenn man mit Knopf, per Knopfdruck oder so. Es geht bestimmt irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Aua, aua, aua. Das ist aber mal gut. So, danke. Arschloch. Bin ich hier richtig? Nö, ne? Hier muss ich lang. Wenn man per Knopfdruck die Lore rufen könnte. Mal angenommen, wir machen hier eine Zugstrecke draus, die von oben nach unten führt. Und die Lore ist oben. Und man steht selbst aber unten. Dann wäre das. Ja, Mario ist gut. Dann wäre das eigentlich ganz geil, wenn man die runterrufen könnte per Knopfdruck. Vielleicht geht das, oder? Geht das? Wenn ich unten einen Knopf mache, dann eine Redstone-Leitung bis ganz oben hin, ne? Bis zu den Antriebsschienen, die die Lore antreiben. Und, so, dann drücke ich auf den Knopf. Dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Dann drücke ich unten auf den Knopf. Das Redstone-Signal wird dann oben gesendet. Mal jetzt einfach mal hier hin. So, Lava. Was? Cool. Hat jetzt Augengeräusch, ist auch neu. So, dann kann man nämlich hier haben wir jetzt so einen Mülleimer einfach. Können wir hier die Sachen reinschmeißen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann passt das. So, war jetzt auch total notwendig. Aber egal, finde ich, ist auch mal eine Sache, die wir machen können. Hatten wir nämlich im Let's Play, glaube ich, noch gar nicht. Und wir wollen hier in dem Let's Play auch schon so ziemlich alles zeigen, was so zeigenswert ist. Ein Lavamülleimer ist ja wohl basic. Basic Minecraft. Basic. So, das war schlecht. Tschüss, Glas. Ach, hätten wir nur eine Behutsamkeitsspitzhacke.
Okay, lassen wir es so. Oder machen wir die Reige hier auch noch ab? Machen wir die Riege auch noch ab? So. Jetzt kann man hier wenigstens nicht mehr runterfallen. Okay, das bauen wir hier nochmal alles weg. Das braucht kein Mensch. So können wir es lassen. So. Ist ja eigentlich ganz schnell gemacht, ne? Also so lange hat es jetzt nicht gedauert, muss ich sagen. Ging. Kann man machen. So, ist halt alles nur Deko. Ist alles nur Deko, was wir hier machen. Das hat keinen wirklichen Nutzen. Das ist halt echt einfach nur Verzierung, was hier jetzt kommt. Aber mein Gott, braucht man ja auch mal manchmal. Ich meine, Minecraft, das hat ja so ein bisschen. Es hat zwar diesen Survival-Aspekt, diesen Farming-Aspekt und alles, aber es hat halt auch diesen schönen Aspekt. Ich meine, wozu farmt man die ganzen Sachen, wenn man da nichts Schönes draus macht, oder? Und jetzt werden wir sogar aus zwei Sachen was Schönes machen, die wir sonst nie benutzen. Und das ist eigentlich ganz geil. So.